Ja, zum Einstieg gleich mal so. Es ist ja möglich, mit so etwas herumzulaufen, wenn man in die Nähe von Menschen kommt, wenn man in einen Supermarkt kommt, wenn man ins Gedränge kommt. Und wenn man wieder in der freien Natur ist, kann man das ja einfach so herunterschieben. Das nur mal gleich zu Beginn. Ansonsten, hallo da draußen. Jeder ist für jeden ja im Moment da draußen und zugleich auch hier herinnen, weil wir durch dieses Online und durch all die möglichen Kanäle, die wir zur Verfügung haben, auch miteinander kommunizieren können, obwohl es gewöhnungsbedürftig ist, weil nichts geht über einen persönlichen Kontakt. Ich habe gerade einen Blog geschrieben, ich verlinke das dann unten im Kommentar, übers Lächeln. Ja, lächelst du gerne? Lächelst du manchmal auch ohne Anlass? Mir passiert es, dass ich mich dabei ertappe, dass ich lächle, obwohl ich gar nicht weiß, warum. Lächeln ist so ein stummes Einverständnis, ein stummes Grüßen, ein stummes sich Freude bekunden. Und im Moment ist so viel Lächeln unterwegs, habe ich das Gefühl. Also mir passiert es, dass von Weitem schon Menschen mit oder ohne Schutzmaske lächelnd auf mich zukommen. Und das ist so ein Einverständnis. Geht man jetzt nach links, geht man jetzt nach rechts? Wie tanzt man sich aus dem Wege? Und das hat was relativ Entspanntes. Ich weiß genauso wie ihr, dass das eine Zeit ist, die herausfordernd ist, dass viel Verzweiflung, viel Angst, viel Unsicherheit in der Luft ist. Etwas, was hilft gegen das alles, ist, schau nicht permanent Nachrichten. Lass dich nicht mit diesem endlosen Strom, mit diesen Schleifen von schlechten Nachrichten durchströmen, die alle sich um nichts anderes drehen als um diesen Virus, der gerade die Welt in Atem hält, im wahrsten Sinn des Wortes. Schau dir das nicht permanent an. Ich mache das nicht. Ich begrenze meine Informations, Lust unter Anführungszeichen auf das Minimum, einfach damit ich weiß, ob es wieder irgendwas Neues gibt. Ich beschäftige mich nicht mit den Zahlen. Ich beschäftige mich nicht damit, wer nun wieder alles gestorben ist. Ich beschäftige mich nicht mit neuen Ideen der Forschung. Ich werde das alles rechtzeitig erfahren, wenn es soweit ist, bin ich ganz sicher, ohne dass ich mir das von morgens bis abends auf allen Kanälen reinziehe. Und was hat das jetzt wieder mit dem Lächeln zu tun? Lächeln ist gesund. Lächeln stärkt dein Immunsystem. Lächeln kommt aus deinem Inneren. Lächeln schenkt dem anderen etwas. Und wenn du ein Lächeln zurückbekommst, schenkt es dir etwas. Lächeln stärkt deine Gesundheit. Jede schlechte Nachricht, bei jeder schlechten Nachricht zieht sich alles in dir zusammen, wird es eng in dir. Das ist nicht förderlich für die Gesundheit. Alles, was dich weit macht, was dich erfreut und eben ein Lächeln erfreut, macht dich gesund, hält dich gesund. Ich habe mit Leuten gesprochen, die es wirklich schwer haben zurzeit, die keine Arbeit haben, die ihre Arbeit wahrscheinlich verlieren, deren Betrieb nicht mehr existieren wird nach dieser Krise womöglich, die noch auf das Geld warten, das sie als Unterstützung von der Politik auch zugesagt bekommen haben. Einige haben es schon gekriegt, ich weiß das. Und es ist einfach möglich, sich an Menschen zu wenden, die dir helfen können. Und ich mache das, was ich kann, indem ich Mut gebe, Aufrichtung und Hilfe zur Selbsthilfe. Das ist letztlich das Wichtigste, was ich geben kann. Also, wenn du dich bei mir melden willst, mach das gerne. Und ansonsten versuche auch ein Experiment. Dieses Experiment gibt es als Studie irgendwo. Ich weiß nicht, wo ich es zuerst gelesen habe.
wenn dir so gar nicht zum Lächeln zumute ist, so richtig so, du bist so, dann zieh deine Mundwinkel einfach nach oben, so. Du empfindest dabei nichts, du machst es einfach 30 Sekunden lang und wart's ab. Irgendwann passiert es, dass vom Äußeren sich das ins Innere entwickelt. Das heißt, was dein Körper, dein Gesicht macht, sieht nicht sehr süß aus, ist egal, man kann es allein machen, vor dem Spiegel im Bad oder auch ohne Spiegel, ich mache es manchmal morgens im Bett. Das, was dein Gesicht äußerlich macht, gibt die Botschaft ans Gehirn und das Gehirn denkt, aha, Lächeln ist angesagt. Und irgendwas passiert, sodass du plötzlich merkst, auch innerlich steigt deine Laune, auch innerlich steigt deine Schwingung, auch innerlich wirst du besseren Mutes. Es funktioniert. Versuch es. Es lohnt sich. Also alles Gute weiterhin und melde dich, wenn du magst. Nicht vergessen, wenn es nötig ist, draußen. Ciao.